mal jetzt. Ja, aber warum entscheidest du dich die ganze Zeit um? Lass mich überredet. Okay. Na, dann holen wir mal den Radler ab. Oh, da stehe ich aber ganz schön quer. Und guck mal, dadurch, dass wir jetzt noch in die Stadt fahren, kommen wir auch noch an Fragezeichen vorbei. Oh lol, da bist du. Hä? Dann. Du bist am Blinken. Bei mir blinkst du. Du blinkst bei mir auch. Hä? Wegen der Non-Collision Zone wahrscheinlich. Weil wir ineinander waren, oder? Ja, so lange? Ja, eigentlich nicht. Geht... Mal gucken, wenn wir gleich wieder in die Non-Collision Zone reinmachen, vielleicht geht das ja dann weg. What the fuck? Wenn du die ganze Zeit kommst, da bist und wieder nicht da, da, wieder nicht ja, da. Ja, aber das ist schwierig, so. Ich will jetzt halt nicht drauf fahren. Ja, fahren wir doch nicht drauf. Ja, aber wenn ich dich nicht sehe, dann ist das so ein bisschen schwierig, verstehst du? Oh nein, wir fahren gar nicht an den Fragezeichen vorbei. Ja, trotzdem machen. Können wir trotzdem machen. Alter Schwede, ey. Das sieht schon echt kriminell aus, Daniel. Ja, sieht bei mir im Spiel auch richtig komisch aus. Also ich würde jetzt zumindest ganz gerne relativ schnell den Auftrag abholen. Und hoffen, dass es dann besser ist. Oh, guck mal, hier ist ein Duffhändler. Ja, mein Auflieger, glaube ich auch. Ui. Ich bin dir nicht drauf gefahren. Ja, muss ich aufpassen. Das war aber trotzdem knapp. Ja, jetzt bist du wieder da. What the fuck, ey? Das ist schon komisch. Ja, das hat mich gerade echt ein bisschen seelisch fertig gemacht. Hab's gesehen. Unsere Auflieger stehen ineinander. Geil. Ja, ist richtig. Ach so, und falls man... bei mir transportierst du einfach nichts. Bei mir transportierst du auch nichts. Bin mir auch nichts drauf. Hä? Was geht denn jetzt hier ab, ey? Und Umleuchter an. Oh, erstmal die Reifen aufschlitzen auf dem Bordstein. Geil. Aber warum transportierst du nichts? Ich weiß nicht, ich hab doch was drauf. Ja, ich weiß. Aber warum sehen wir das nicht? Ich weiß es doch nicht. Warum weißt du das nicht? Bubi. Ich bin halt nicht Jesus. Okay. Oh, nicht das Schild mitnehmen. Oh. So ein bisschen weiter ausholen, ey. Wieder vergessen, dass es doch ein längerer Anhänger ist. Ganz easy. Aber warum hast du immer noch quasi mehr Erfahrung als ich? I don't know. Und da vorne fahren wir dann gleich quasi zweimal links ja, und dann rechts. Ja, links und rechts. Ja, hier jetzt links, dann da dann links und dann rechts. Achso, ja.
Wie teuer war nochmal so ein Rungenauflieger? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Schade. War bei Schwarzmüller, aber können wir schon holen. Ja, das auf jeden Fall. Weil je nachdem könnten wir gleich vielleicht gucken, dass wir von Hannover nach Hamburg kommen. Ach, grün. Ja, ich glaube, für mich, glaube ich, kann schon abbremsen. Nein, ich glaube, das packst du noch. Oh lol. Ich bin extra ein bisschen schneller für dich gefahren. Oh. Ja, danke. Tanken muss er nicht? Nö. Gut. Noch nicht. Ich kann auch 1519 Kilometer fahren. Hm. Noch 1800. Ja. Ja, die Ampel kriegen wir nicht mehr. Ja, dumm gelaufen, aber wenigstens blinkst du nicht mehr die ganze Zeit. Ja, das war schlimm gerade. Ja, das war echt schlimm. Vor allem ist das kriminell, wenn du dann hinter einem hinterher fährst und du jetzt nicht weißt, kannst du jetzt durch und durch oder rammst du den dann trotzdem? Das war echt böse. Natürlich gerade stehen geblieben, jetzt wieder grün. Natürlich. Boah, ich habe die Kurve zu eng, glaube ich, genommen. Oh, das passt aber. Ja. Weil ich finde so einen Rungenauflieger nach wie vor für eine sehr gute Idee. Oder ich halte so einen Rungenauflieger für eine sehr gute Idee. Ich glaube, ja, das ich ist besseres auch. Deutsch. Als ich finde das für eine sehr gute Idee. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Warum ist hier jetzt noch eine Ampel, Alter? Ja klar. Was mir vor auf dem Keks geht bei dem MAN ist, dass die scheiß Retarder nicht so stark ist. Bei jedem anderen LKW bremst er so übelst ab, wenn du Stufe 3 anmachst. Hier rollt er noch, keine Ahnung, gefühlt auf Leerlauf oder so. Okay. Es ist nicht so stark wie bei anderen LKWs. Es gibt sogar bei Scania zum Beispiel, sind das ja 5 Stufen. Mhm. 4 Stufen Retarder und die 5. Stufe ist dann die Motorbremse. Macht der LKW, dann bremst er richtig krass ab. Oh. Also. Bobby. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen zu schwach gebremst. Ich entschuldige mich. Da bin ich aber losgerumpelt, ey. Sorry. War keine. Hast du Schaden bekommen? Ja, 1%, aber den hatte ich vorher auch schon. Okay. Find ich Kollision ja immer lustig. Wie übertrieben das manchmal hier dargestellt. Ja, also das jetzt gerade war auf jeden Fall jetzt schon hart übertrieben, ey. Ich meine, ich sag mal, wenn man das jetzt in echt so machen würde, dann wäre das ja so, als würdest du mit gefühlt mit 50 Sachen mir hinten drauf brettern, ey. Boom. Nee, mit mehr, irgendwie mit 60 oder 70. Also das war jetzt schon eine Reaktion, wo ich mir dachte, so, alles klar, so schnell war es jetzt eigentlich nicht. Wir kacken langsam ab. Ja. Oh ja. Aber ich glaube, Hannover ist eigentlich ein ganz schönes Ziel. Wenn man überlegt, dass wir danach vielleicht nach Hamburg fahren können. Yep. Wenn wir jetzt nach Düsseldorf gefahren wären, wüsste ich nicht, ob wir von da aus nach Hamburg gekommen wären. Nee, das wäre schwierig. Naja, theoretisch ist das jetzt auch keine Prämisse, dass wir von Hannover nach Hamburg kommen, ne? Was ist das nicht? Das ist ja jetzt auch nicht safe, dass wir jetzt einen Auftrag von Hannover nach Hamburg haben. Nee, die Gefahr besteht halt trotzdem, aber. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher. Ja. Dass wir einen Auftrag bekommen.
Richtig. Steht da einer? Nee, der schleicht nur. Nee, der steht. Echt? Der steht auf halb unserer Fahrbahn. Geil. Bei mir sah es echt so aus, als ob der sich so leicht bewegen würde. Oh, da kommt einer aus dem Gegenverkehr hoch. Oh. Ja, dann bremse ich hier mal ab. Aber jetzt können wir ja noch mal quasi während der Fahrt überlegen, was für ein Schwerlast-LKW machen wir uns denn? Der Vorschlag von Iveco weiß ich nicht. Nee, das sollte kein Vorschlag für Schwerlast sein. Der Iveco. Das sollte einfach nur sein. Ich habe vorhin ein Bild auf Twitter gesehen von dem Iveco und. Ich mag Iveco ja schon, aber das ist halt eher was für kürzere Strecken. Ich mag Iveco auch. Wenn Schwerlast, dann hier so ein MAN, aber aufrüsten. Aber Schwerlast, bis wir das machen können, dann müssen wir noch fahren und fahren. Ja, klar. Also einfach noch so den gleichen MAN nehmen und das dann in Schwerlast machen? Entweder das oder wir bauen den hier um. Oder dieses. Entweder oder. Frage ist, was wird günstiger? Ob wir jetzt sehen nach und nach aufrüsten werden? Oder ob wir. Boah, das ist schnell hier. Oder ob wir einen Schwerlast kaufen? Ein bisschen einen Schwerlast kaufen können? Ja, okay, bis dahin haben wir schon die Aufrüstteile für Schwerlast schon freigeschaltet. Ja, schon nur. Ich weiß halt nicht, was günstiger wird. Aufbauen oder kaufen? Fertig. Naja, auf lange Sicht gesehen aufbauen. Das ist ja immer so. Theoretisch ist es ja auch günstiger, wenn du dir deinen PC selbst zusammenbaust. So. Ja, das wissen wir ja. Aber ich weiß halt nicht, wie krass sich das lohnt, aus diesem Fahrzeug jetzt hier quasi. Oder wenn wir aus dem jetzt hier ein Schwerlast machen. Uns dann quasi noch ein anderes Fahrzeug dazu zu holen. Oder ging gerade die Tür auf? Moment. Nö, da kommt niemand. Zumindest noch nicht. Also wundere dich nicht, Daniel, bei mir ist gerade meine Mutter in den Raum gekommen und die Tür steht noch auf. Das altbekannte Problem. Also ich müde mich jetzt nochmal ein bisschen. Jo. Du könntest ja noch ein bisschen weiter labern, so damit das Video nicht ganz so langweilig ist. Ja, moin, hier ist der Daniel als Einzelgänger momentan. Als Einzelsprecher. Ich war gerade die ganze Zeit überlegen, was wir machen, wenn wir den aufbauen. Was wir quasi als Daily benutzen könnten. Gerade wirklich am Schwanken zwischen Iveco oder vielleicht ein DAF. Worauf ich aber auch Bock hätte, wäre der neue Benz. Bin schon so Favoriten, wo ich mir sagen könnte, wo ich denke, oder wo ich halt sagen könnte, ja.